102 Lokalpolitiker haben hier in der Mercatorhalle am Montag ihre Arbeit aufgenommen. Da der historische Saal im Rathaus zu klein ist für Duisburgs Mammutrat, werden die Mitglieder wohl auch in Zukunft in der Mercatorhalle tagen. Kleinere Gremien können aber wohl in den Ratssaal. Hier wird es Änderungen geben und einige neue Ausschüsse kommen hier künftig zusammen. In Sachen Digitalisierung wird in Duisburg bald ein eigenes Gremium tagen. Auch über die Gleichstellung werden Ratsmitglieder gesondert beraten. Zudem wird es einen neuen Ausschuss für Ordnungs- und Bürgerangelegenheiten geben. Zur Freude der Grünen bekommt der Umweltausschuss die Zusätze Klima- und Naturschutz. Die Liste beschloss der Rat gegen die Stimmen der AfD mit großer Mehrheit. Ein wenig Unmut gab es zum Start auch. Dafür sorgte ein Vorschlag zur Änderung der Geschäftsordnung, wonach die Redezeit der kleineren Fraktionen auf 3 Minuten begrenzt wird. Großen Fraktionen sollen bis zu 10 Minuten zustehen. Die Kleinen bewerten das teils als undemokratisch. Zum Thema Corona. Auch im neuen Ratssaal gilt die Maskenpflicht für alle Teilnehmer auch während der Sitzung. Bei Verstößen drohte Oberbürgermeister Sören Link ein Bußgeld in Höhe von 50 Euro an. Der neue und bislang größte Duisburger Rat ist vereidigt und jetzt geht's los mit der eigentlichen Arbeit. Und dabei hilft auch ein neuer Bürgermeister der Stadt. In den kommenden 5 Jahren stellen die Grünen einen der 3 Bürgermeister. Und das ist Dr. Sebastian Ritter. Er ist uns jetzt per Skype zugeschaltet. Guten Abend, Herr Dr. Ritter. Hallo, guten Abend. Ja, erstmal an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Posten. Was bedeutet er Ihnen persönlich? Natürlich als Sohn dieser Stadt erfüllt mich das mit ganz besonderem Stolz. Ich bin in Buchholz aufgewachsen. Ich wohne jetzt in Huckingen. Ich habe in Duisburg studiert. Ich bin da zur Schule gegangen. Und jetzt Duisburg zu repräsentieren in dieser Funktion, auch mit diesem Titel, das ist schon ganz schön toll. Die Freude, die konnte man auch auf Facebook nachlesen. Da haben Sie Ihre Wahl auch mit einer Botschaft verknüpft. Sie schreiben, wenn du schwul, lesbisch, bisexuell, trans, inter oder sonst irgendwie anders bist, gehörst du in Duisburg dazu. Ja, eine Botschaft, die in Duisburg aus Ihrer Sicht dringend notwendig ist? Ja, ich glaube schon, dass die nochmal gesagt werden muss. Duisburg ist keine Stadt wie Köln oder wie Berlin oder wie Hamburg oder Amsterdam, wo ich 2 Jahre gelebt habe. Bei uns ist es immer noch eine Herausforderung, zu diesen Personengruppen zu gehören. Ich selber bin auch schwul. Ich habe das auch gemerkt, dass man vor sehr viele Probleme stößt, was Akzeptanz anbelangt. Und das kann jetzt anders werden. Das muss jetzt anders werden. Also das ist auch ein Thema, was Sie speziell jetzt eben auch angehen möchten, jetzt eben in dieser neuen Position. Ja, also ich bin natürlich Repräsentant aller Duisburgerinnen und Duisburger, aber gerne auch jetzt ein besonderer Ansprechpartner für Fragen der Gleichstellung, der Gleichberechtigung, des Minderheitenschutzes und der Antidiskriminierung. Jetzt haben Sie gerade gesagt, als Bürgermeister ist man eben Repräsentant der Stadt. Inwiefern kann man aber eben auch etwas bewirken und etwas verändern? Wie stellen Sie sich das vor? Also erstmal ist man ja vielleicht auch manchmal so eine Symbolfigur. Und allein die Tatsache, dass es einen homosexuellen Bürgermeister in Duisburg gibt, kann vielleicht Hoffnung geben für junge Menschen, die an sich merken, dass sie irgendwie anders sind. Und man kann es da draußen trotzdem zu hoffentlich allem bringen, auch zu einem Bürgermeister. Mhm. Wenn wir jetzt abgesehen davon einmal auf die Ratssitzung schauen, die jetzt ja am letzten Montag stattgefunden hat, da gab es ja eben auch erste Änderungen. Es gibt einige neue Ausschüsse, unter anderem einen für Gleichstellung. Das passt ja auch eben ganz gut zu der Botschaft, die Sie auf Facebook gepostet haben, zu dem, was Sie gerade gesagt haben. Ist das für Sie auch nochmal ein persönlicher Erfolg? Wir Grüne waren sehr erfolgreich bei den Ausschusszuschnitten. Wir waren auch übrigens auch diejenigen, die den Wirtschaftsausschuss vorgeschlagen haben. Und da haben die SPD und die CDU glücklicherweise auch, waren auch mit dabei. Aber der Gleichstellungsausschuss ist natürlich auch ein ganz besonderer Erfolg. Da soll es für alle Personengruppen gehen, die nicht zu ihrem Recht kommen. Natürlich haben wir da an der Stelle auch an Frauen gedacht, die ja sogar mehr als 50% der Bevölkerung in Duisburg ausmachen, aber trotzdem immer noch vor sehr vielen Problemen stehen, wenn sie zum Beispiel Karriere machen möchten oder wenn sie Familie und Beruf miteinander verbinden möchten, da werden ihnen immer noch in dieser Gesellschaft, auch in dieser Stadtgesellschaft, sehr viele Steine in den Weg gelegt. Und das muss sich auf jeden Fall ändern.
Aber der Gleichstellungsausschuss wird sich natürlich auch mit Fragen der Diskriminierung von Menschen beschäftigen, die alternative sexuelle Identität haben. Wie wichtig ist es vielleicht gerade in Duisburg, dass es jetzt eben diese beiden neuen Ausschüsse, also den Wirtschafts- und den Gleichstellungsausschuss gibt? Ich glaube, dass Duisburg in vielen Stellen in die Zukunft muss. Wir sind nicht up-to-date, was die wirtschaftliche Entwicklung anbelangt. Wir sind nicht up-to-date, was den Kampf gegen den Klimawandel anbelangt. Und wir sind auch in vielerlei Hinsicht, was Antidiskriminierung und Antirassismus anbelangt und was Frauenförderung anbelangt, nicht am Puls der Zeit. Ich habe selber 2 Jahre in den Niederlanden gelebt und das ist jetzt 10 Jahre her. Und die waren da einfach weiter als wir. Und meine große Hoffnung ist, dass das gute Wahlergebnis der Grünen jetzt auch dabei hilft, Duisburg einen Boost in die Zukunft zu verschaffen. Jetzt hat sich ja auch im Umweltausschuss einiges getan, was ja Sie als Grünen auch freuen dürfte. Die Punkte Klima und Naturschutz werden da jetzt namentlich aufgeführt. Welche Veränderungen versprechen Sie sich speziell von dieser Änderung? Wir haben eigentlich hat sich der Umweltausschuss vorher auch schon mit diesen Themengebieten auseinandergesetzt, aber jetzt wird das noch mal deutlich klarer und es wird geschärft. Naturschutz, Umweltschutz, Klimaschutz und auch wirtschaftliche Entwicklung und soziale Entwicklung werden von uns Grünen immer im Mehrklang betrachtet. Nachhaltigkeit hat nicht nur die ökologische Perspektive. Aber die Tatsache, dass jetzt zum Beispiel das Wort Klimaschutz auch explizit im Ausschussnamen drinsteckt, zeigt auch, dass das eine besondere Herausforderung ist. Ich bleibe dabei, es bleibt sogar eine Menschheitsherausforderung, auf die sich alle Leute einstellen müssen, in allen Ländern, auf allen politischen Ebenen. Aber wir Grünen stehen auch dafür, dass Klimaschutz auch auf kommunaler Ebene gemacht wird. Jetzt gab es neben diesen Änderungen auch einen kleinen Aufreger am Montag, nämlich die Redezeit der Fraktion. Je größer die Fraktion, desto größer ist der Redeanteil. Dementsprechend, je kleiner die Fraktion, desto kleiner der Redeanteil. Und die Kleinfraktionen, die nennen das schon undemokratisch. Was sagen Sie dazu? Undemokratisch ist natürlich ein hartes Wort. Wir Grüne haben versucht, da ein bisschen in die vermittelnde Position einzusteigen. Wir sehen zum einen auch, dass der neue Große Rat uns alle vor große Herausforderungen stellt. Und im Landtag von Nordrhein-Westfalen und auch im Bundestag gibt es so gewisse Regeln, dass Redezeiten auch an Größe der Fraktion gebunden ist. Dieser Regelung schließen wir uns überhaupt nicht grundsätzlich. Aber die kleinen Fraktionen haben schon sehr eindeutig gemacht, dass sie da sehr unzufrieden mit sind. Das haben wir dann aufgenommen und wollten eigentlich eine Arbeitsgruppe einrichten, die nochmal sich die Geschäftsordnung des Stadtrates anschaut und auch diese Frage nochmal bearbeitet, behandelt. Wir glauben, dass das der bessere Weg gewesen wäre. Dem haben sich die SPD und die CDU verschlossen. Da haben wir schon so ein bisschen die Befürchtung, dass das jetzt die Kultur der letzten 6,5 Jahre wieder wird, dass man alles niederstimmt. Wir hoffen ja, dass wir Grüne da auch eine andere politische Kultur zusammen mit den Sozialdemokraten im Duisburger Stadtrat erreichen können. Aber das liegt nicht bei uns. Das liegt bei den Sozialdemokraten. Ob die mit uns eine progressive, faire, soziale, nachhaltige Politik machen möchten oder einfach mit der CDU wie in den letzten 6,5 Jahren auch. Das müssen wir dann bei der nächsten Ratssitzung am 16. November abwarten, je nachdem, wie sich die Corona-Pandemie die Lage natürlich verändert. Wenn wir jetzt noch ganz kurz zum Abschluss einen Blick in Ihren Terminkalender werfen, was steht denn als erstes für einen neuen Bürgermeister an? In meinem Terminkalender steht Corona. Das heißt, da steht erstmal relativ wenig, außer meinem beruflichen Termin. Ich bin selber Lehrer. Das heißt, ich gehöre tatsächlich zu den Leuten, die im Moment noch relativ viel Sozialkontakte haben, weil ich meine Schülerinnen und Schüler jeden Tag sehe. Aber darüber hinaus findet alles erstmal digital statt. Mir ist noch kein Termin zugetragen worden, in den ich jetzt den Oberbürgermeister in seinen repräsentativen Pflichten vertreten müsste. Herr Dr. Ritter, dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg für Ihren neuen Posten, der jetzt eben in dieser unglücklichen Zeit leider beginnt, aber die geht hoffentlich auch irgendwann vorbei. Und ich bedanke mich, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Sehr gerne.